Morgen, die Damen. Hallo. Schön, euch zu sehen. Hallo, ich bin Heather, Captain der Gold Digger. Meine Schwester? Ich bin Hillary. Sie ist meine Steuerfrau. Ein hübsches Boot. Danke. Wer kam auf den Namen Gold Digger? Das war wohl ich. Weil du mit dem Hummerfang Millionen verdienst? Er kann ja vieles bedeuten. Chef. Melissa sagte, hier gäbe es den weltbesten Hummer. Das stimmt. Wir fahren gleich raus, also an Bord mit dir. Unbedingt. Was ist da drin? Das muss mit. Ach, herrje. Man könnte erwarten, ein solches Boot umweht der süße Duft des Erfolgs. Oh my God, das sind die Köder, oder? Der Duft des Geldes. Doch in Maine riecht Erfolg ziemlich stark nach Fisch. Mal sehen, wie du dich da draußen machst. Was soll ich tun? Pass auf und vermassel es nicht. Verstanden. Sehe ich aus wie ein Mainer? Ja, tust du. Kann ich jetzt wie einer arbeiten? Ich weiß nicht. Wir testen das gleich mal. Soll ich fahren? Versuch dich erst mal an Bord zu halten. Drück ordentlich auf die Tube. Komm schon. Oh, shit. Genau wie beim Surfen, man wird nass. Keine Panik. Mist. Gleich wird's besser. Versprochen. Ich will Hummer, keine Dusche. Kannst du mal das Fenster schließen? Sagt der Chef nie, was sie zu tun hat. Zeig mir, was du kannst. Festhalten. Halt dich fest. Wenn Heather sagt festhalten, ist das kein Vorschlag. Fährt sie immer so schnell? Yes. Ja, sie hat's immer eilig. Langsam dämmert mir, auch ich könnte heute als Köder enden. Hier ist es gut? Gut genug. Bevor sie eine Boje reinholt, müssen die Köder fertig sein. Zuerst ein Stück Schweinefleisch. Achte darauf, die Netze schön vollzupacken und dann gut zu verschnüren. Hummer sind anscheinend wie Fußballer. Ganz wild auf ein rundes Leder. Mist. So schnell? Das ist nicht voll genug. Reicht nicht? Mach es richtig voll. Wenn ich diese Ködernetze nicht schnell genug schnüre, wirft mich Heather definitiv aus dem Team. Sie fährt und hangelt gleichzeitig nach der Boje? Ja. Krass. Warte, bis sie oben ist. Heather hat hunderte von Hummerkörben. Und drüber damit. Unsere Aufgabe ist es, sie hochzuziehen. Ködernetz raus. Neue Köder zu platzieren. Hier ist ein Hummer. Die Hummer herauszunehmen und dann das Ganze von vorn. Kümmer dich erst um die Körbe, dann um die Hummer. Es gibt zwei entscheidende Dinge, auf die man achten muss. Das Wichtigste, Ködernetz zuerst. Denn ohne Köder gibt's keinen Hummer. Man muss sie zum richtigen Zeitpunkt wieder reinwerfen, damit sich nichts verheddert. Zweitens, an jeder Boje ist eine Leine mit zwei Körben befestigt. Wirft Heather ihren Korb zurück. Weg ist er. Zieht er unseren mit, ob wir fertig sind oder nicht. Gutes Timing ist alles. Das ist wichtig. Wie zwei Synchronschwimmerinnen bei Olympia. Sie arbeiten Hand in Hand. Hand in love. Und pass auf, dass sich deine Füße nicht im Seil verheddern, sonst gehst du über Bord. Das ist ein Boot mit offenem Heck. Wenn das passiert, kann ich nichts mehr tun. Alles klar.